Unbestritten hat Sarah Moon einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt. Und das über 40 Jahre. Also das ist erstmal Grund genug, einen Blick darauf zu werfen, wie sich dieser Stil, der unverwechselbar ist, dennoch in den unterschiedlichsten anderen Verzweigungen weiterentwickelt hat. An Ihren Arbeiten, in den ersten Arbeiten, die Sie für das Kaufhaus Bieber und dann später für Cacharel erarbeitet hat, hat mich fasziniert, dass sie die Geschichten narrativ erzählte. Und Sarah Moon will Geschichten erzählen. Und Cacharel hat ihr die Möglichkeit geboten, das auszubauen. Und dann ist sie mir sehr ins Bewusstsein gekommen, als 1985 die ersten Japaner ihre Kollektionen in Paris gezeigt haben, Issey Miyake, Yohji Yamamoto und Rei Kawabuko von Comme des Garçons. Und da hat Sarah dann sehr stilistisch und formal die Mode auf farbigen, fast samtigen, sehr tiefen Hintergründen fotografiert. Und da ging es wirklich eher um die Frau, um die Form. Sie hat sich vom Narrativen völlig entfernt und Anmut, Eleganz spielten eine große Rolle und nicht unbedingt das Verführerische. Sie hat sich auf die Form des Kleides konzentriert. Als Brigitte Wojcinek und ich, meine Kollegin, Anfang des Jahres nach Paris gefahren sind, um halt einfach auch das Werk, um diese Werkschau zu konzipieren, auszuwählen, war uns sofort einfach irgendwie klar, als wir dann auch die Filme gesehen haben, dass wir die Filme in den Mittelpunkt irgendwie der Ausstellung stellen. Wir wussten gar nicht, welche Rolle der Film in ihrem Leben gespielt hat. Wir haben es entdeckt, als wir mit ihr angefangen haben zu arbeiten. Und die 5 Kunstfilme, die wir in der Ausstellung zeigen, stellen eine Kontextualisierung zu dem Werk hier, ihrer schwarz-weißen Polaroid-Aufnahmen. Und sie vermischt in diesen Filmen Stills, die sie auch vor einigen Jahren aufgenommen hat, mit den bewegten Bildern. Sarah Moon hat schon seit Beginn eigentlich ihrer Karriere als Produzentin von Bildern sich auch mit Film beschäftigt. Ihr erster Langfilm, den sie gedreht hat, war 1991, Mississippi One, und ihren letzten 2013. Dazwischen hat sie begonnen, und das unterscheidet, da werden wiederum eben die Kurzfilme von den Langfilmen unterschieden, hat sie eben halt mit den fotografischen Bildern, mit den stillen Bildern, Filme, bewegte Momente geschaffen, die sicherlich auch in die Nähe eigentlich eines Fotofilms kommen. Also ich möchte nicht sagen, es ist ein reiner Fotofilm. Dafür gibt es viel zu sehr halt auch Grenzgänge vom Stillen ins bewegte Bild. Aber das Prinzip ist sehr ähnlich, halt einfach mit der bewegten Kamera Ausschnitte herauszulösen, Bewegungen auch in stille Bilder zu bringen. Und was natürlich dann ganz interessant ist, halt einen Anfang und ein Ende zu finden. Wir zeigen das filmische Werk und das fotografische Werk. Wir zeigen ihre Künstler,
Installation, wo wir ihre Polaroid-Filme wie ein Kosmos an uns vorbeiziehen lassen können. Polaroid noch nie gezeigt, eigentlich das Ausgangsmaterial für ihre Schwarz-Weiß-Arbeiten, Skizzenbücher, Kollaborationen mit anderen Künstlern, also in gewisser Weise schon auch ein Abriss oder ein Blick in ein 40-jähriges Werk. Sarah wollte nicht, dass man ihre Ausstellung eine Retrospektive nennt und sie lebt im Heute, sie experimentiert weiter, das Now bezieht sich auf das Jetzt. Aber sie sagte, eigentlich kann man das gar nicht wirklich übersetzen. Now geschieht und then, wir werden sehen, entweder ist es damals oder in der Zukunft.